Was macht denn der Esel da am Fenster? Und warum steht der Hund auf dem Rücken des Esels? Nanu, da ist ja auch noch eine Katze. Und auch noch ein Hahn. Na, das kann ja lustig werden. Es war einmal ein Bauer, der hatte einen Esel. Der Esel war tüchtig, aber schon sehr alt und schwach. Und als er merkte, dass er dem Bauern nicht mehr bei der Arbeit helfen konnte, ging der Esel fort, um in Bremen Stadtmusikant zu werden. Auf seinem Weg traf der Esel einen Hund, der schwer atmete. »Warum jappst du so, pack an?« fragte der Esel. Und der Hund antwortete, »Ich bin alt und kann nicht mehr auf die Jagd gehen. Jetzt weiß ich nicht, was aus mir werden soll.« Da sagte der Esel, »Ich gehe nach Bremen und werde Stadtmusikant. Komm doch mit.« Der Vorschlag gefiel dem Hund und er ging mit. Nach einer Weile trafen sie eine Katze, die traurig am Wegrand saß. »Was ist denn los mit dir, alter Bartputzer?« fragte der Esel. Die Katze antwortete, »Ich sitze lieber am warmen Ofen, als Mäuse zu jagen, und deshalb hat mich mein Frauchen verjagt. Jetzt weiß ich nicht, wohin ich gehen soll.« Da sagte der Esel, »Wir gehen nach Bremen und werden Stadtmusikanten. Komm mit uns, du kannst doch die Nachtmusik singen.« Die Katze fand, dies sei eine gute Idee und ging mit. Die drei gingen weiter und kamen an einem Hof vorbei. Auf dem Tor saß ein Hahn und krähte aus Leibeskräften. »Warum schreist du so, Rotkopf?« fragte der Esel. Der Hahn antwortete, »Die Bäuerin bekommt morgen Gäste und ich soll in der Suppe landen. Deshalb schreie ich, solange ich noch kann.« Da sagte der Esel, »Komm mit uns. Wir gehen nach Bremen und werden Stadtmusikanten. Mit deiner Stimme passt du gut zu uns.« Der Vorschlag gefiel dem Hahn und so gingen sie zusammen fort. Als es Abend wurde, kamen sie an einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum und die Katze kletterte in die Äste. Der Hahn aber flog bis zur Baumspitze. Von dort sah er in der Ferne ein Licht brennen. Sofort rief er seinen Begleitern zu, dass es in der Nähe ein Haus gäbe. Die vier freuten sich auf eine gemütliche Herberge und etwas zu essen und machten sich auf. Schließlich kamen sie an ein hell erleuchtetes Haus. Es war ein Räuberhaus. Der Esel schaute durch das Fenster hinein und sagte, »Ich sehe einen gedeckten Tisch mit leckerem Essen und Trinken und Räuber, die es sich gut gehen lassen.« Die vier Freunde überlegten, wie sie die Räuber verjagen konnten und kamen auf eine Idee. Der Esel stellte sich mit den Vorderfüßen auf das Fensterbrett. Der Hund sprang auf den Rücken des Esels. Die Katze kletterte auf den Rücken des Hundes. Und schließlich setzte sich der Hahn auf die Katze. Dann machten sie ihre Musik. Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte aus Leibeskräften. Dann stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein. Die Räuber erschraken sich fürchterlich, weil sie dachten, dass es ein Gespenst sei, und stürzten hinaus in den Wald. Die vier Freunde aber setzten sich an den Tisch und ließen sich das Essen schmecken. Als sie fertig waren, löschten sie das Licht und legten sich schlafen. Der Esel stellte sich auf den Hof. Der Hund legte sich hinter die Tür. Die Katze legte sich auf den Ofen.
und der Hahn setzte sich auf den Balken. Als die Räuber sahen, dass kein Licht mehr im Haus brannte, schickte der Räuberhauptmann einen der Räuber hin, um nachzusehen. Der Räuber schlich ins Haus. Im Dunkeln sah er die leuchtenden Augen der Katze. Er dachte, es sei glühende Kohle, und als er ein Streichholz dranhalten wollte, um es zu entzünden, sprang ihm die Katze kratzend und fauchend ins Gesicht. Da erschrak der Räuber und wollte zur Hintertür hinauslaufen. Doch da lag der Hund, der ihn ins Bein biss. Der Räuber rannte weiter auf den Hof, doch da stand der Esel und verpasste ihm einen Tritt. Schließlich wurde der Hahn vom Lärm wach und schrie laut: Kikeriki! Da lief der Räuber so schnell er konnte zu seinem Hauptmann zurück und sagte: Im Haus sitzt eine Hexe, die mir das Gesicht zerkratzt hat. Vor der Tür steht ein Mann, der mich ins Bein gestochen hat. Auf dem Hof steht ein Ungetüm, das mich mit einer Holzkeule geschlagen hat. Und auf dem Dach sitzt ein Richter, der rief: Bringt mir den Schelm her! Von da an trauten sich die Räuber nie wieder ins Haus. Den Bremer Stadtmusikanten gefiel es aber so gut darin, dass sie für immer dort blieben. Nun kennst du das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten. Aber hast du auch unseren kleinen Wichtel entdeckt? Was macht denn ein Frosch am Tisch einer Prinzessin? Und was ist das für eine prächtige Kutsche, die da angefahren kommt? Bist du gespannt? Na, dann lass uns mal schauen. Es lebte mal ein König, dessen Töchter waren wunderschön. Die jüngste Tochter aber war die schönste von allen. Immer wenn es heiß war, ging sie zum Brunnen. Der stand unter der Linde, die im großen Wald in der Nähe des Schlosses wuchs. Dort setzte sie sich an den Rand des Brunnens und spielte mit ihrem liebsten Spielzeug, einer goldenen Kugel. Die Prinzessin warf die Kugel hoch und fing sie immer wieder auf. Doch einmal fing die Prinzessin die Kugel nicht und sie fiel in den Brunnen. Der Brunnen war so tief, dass die Prinzessin die Kugel nicht mehr sehen konnte. Da fing sie an zu weinen. Plötzlich rief ihr jemand zu: Warum weinst du so laut, Königstochter? Die Prinzessin blickte sich um und sah einen Frosch, der am Rand des Brunnens saß. Sie erzählte ihm, was passiert war. Der Frosch sagte: Weine nicht, Königstochter, ich kann dir helfen. Aber was gibst du mir, wenn ich dir die Kugel wiederbringe? Die Prinzessin sagte: Alles, was du willst. Meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine und auch die goldene Krone, die ich trage. Der Frosch aber antwortete: Das interessiert mich alles nicht. Wenn du mir aber versprichst, dass ich dein Freund sein darf, an deinem Tischlein sitzen, von deinem goldenen Tellerchen essen, aus deinem goldenen Becherlein trinken und in deinem Bettchen schlafen darf, dann hole ich dir die Kugel wieder herauf. Da sagte die Prinzessin: Ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur meine Kugel wiederbringst. Dabei dachte sie aber: Lass den Frosch nur reden. Er soll bei den anderen Fröschen im Wasser bleiben und quaken. Als Freund will ich ihn nicht. Als der Frosch das Versprechen der Prinzessin bekommen hatte, sprang er in den Brunnen und holte die goldene Kugel wieder heraus. Die Prinzessin freute sich sehr, nahm ihre Kugel und lief fröhlich davon. Der Frosch rief: Nimm mich mit,
Aber die Prinzessin hörte nicht auf ihn, und so blieb der Frosch zurück. Am nächsten Tag saß die Prinzessin mit dem König am Tisch und aß von ihrem goldenen Tellerchen, als es plötzlich an der Tür klopfte. Jemand rief: Jüngste Königstochter, mach mir auf! Da lief die Prinzessin zur Tür, um nachzusehen, wer dort war. Als sie die Tür öffnete, sah sie den Frosch. Da warf sie die Tür zu und setzte sich ängstlich an den Tisch. Der König bemerkte es und fragte seine Tochter, wovor sie Angst habe. Da erzählte die Prinzessin ihrem Vater, was passiert war. Da klopfte es zum zweiten Mal und der Frosch rief: Jüngste Königstochter, mach mir auf! Weißt du nicht, was du mir gestern am Brunnen versprochen hast? Da sagte der König: Was du versprochen hast, das musst du auch halten. Geh und mach ihm auf. Da öffnete die Prinzessin die Tür und der Frosch hüpfte herein. Er sprang ihr hinterher zum Tisch. Dann setzte er sich neben sie und begann, von ihrem goldenen Tellerchen zu essen. Als er fertig war, sagte er: Jetzt bin ich müde. Trag mich in dein Bettchen. Die Prinzessin fing an zu weinen. Doch als der König zornig wurde, nahm sie den Frosch und trug ihn in ihr Zimmer. Sie setzte ihn in eine Ecke und ging ins Bett. Als der Frosch zu ihr gekrochen kam, wurde die Prinzessin böse und warf ihn gegen die Wand. Als er herunterfiel, verwandelte sich der Frosch in einen schönen Prinzen. Dieser erzählte ihr, dass er von einer bösen Hexe verzaubert worden war und sie ihn nun erlöst habe. Wenn sie wolle, könnten sie heiraten. Die Prinzessin wollte. Als am nächsten Morgen die Sonne aufging, kam ein Wagen mit 8 weißen Pferden. Auf dem Wagen stand der Diener des Prinzen, der treue Heinrich, der den Prinzen und die Prinzessin abholen und in dessen Reich bringen würde. Als der Prinz in einen Frosch verwandelt worden war, war der treue Heinrich so traurig gewesen, dass er sich 3 Eisenbänder ums Herz legen ließ, damit sein Herz nicht vor Traurigkeit zersprang. Jetzt war er aber wieder glücklich und froh, dass der Prinz erlöst war. Als die Kutsche losfuhr, hörte der Prinz ein lautes Krachen und sagte: Heinrich, der Wagen bricht. Doch Heinrich antwortete: Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen saßt und ein kleines Fröschlein ward. Es krachte noch 2 weitere Male, und jedes Mal dachte der Prinz, der Wagen würde zerbrechen. Doch es waren die Bänder, die vom Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil der Prinz erlöst war. Jetzt kennst du das Märchen vom Froschkönig und dem eisernen Heinrich. Aber hast du auch unseren kleinen Wichtel entdeckt? Hallo, hat dir unser Märchen gefallen? Dann abonniere hier unseren Kanal, um die neuesten Märchen zu sehen. Hier bin ich. Du möchtest direkt weitere Märchen sehen? Dann klick hier.